Christine Loschütz ist wütend. Die 55-Jährige ist langjährige Realmitarbeiterin. Heute protestiert sie mit rund 250 Kollegen in Wiesbaden für einen fairen Lohn. Also ich bin auch nur Teilzeitkraft, aber alleinerziehende Mama. Zum Glück langsam werden die Kinder zwar ein bisschen größer, aber es wären doch schon einige Einschnitte. Das wären auch so ein paar hundert Euro, die weniger wären. Realmitarbeiter sind deshalb sauer, weil die Supermarktkette nun Tarifverträge mit einer kleinen Gewerkschaft, der DHV, ausgehandelt hat. Mitglied im Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschland. Und zwar zu deutlich schlechteren Konditionen. Wir haben keine Einigung mit Real erzielt über eine neue Entgeltstruktur. Das hat Real zum Anlass genommen, den Tarifvertrag zu kündigen. Damit ist die Standort- und Beschäftigungssicherung weg. Sie investieren nichts mehr in die Märkte. Und sie haben mit dem Metro-eigenen Arbeitgeberverband und dem DHV einen eigenen Tarifvertrag, wir nennen es Dumping-Tarifvertrag, vereinbart. Der soll jetzt für die Beschäftigten zur Anwendung kommen. Bei Neueinstellung, so Verdi, bedeutet das für die Angestellten im Schnitt 23% weniger Gehalt und längere Arbeitszeiten. Dann tut ja Real eigentlich auf Kosten des Staates die Löhne kürzen, weil alle die, denen das Geld zum Leben nicht reicht und auch später auch nicht für die Rente, die müssen ja irgendwann aufs Amt gehen und aufstocken. Es ist ja manchmal jetzt schon mit zwei Jobs knapp über die Runden zu kommen. Wenn man dann solche Einbußen hat, dann ist es natürlich noch schwerer, sein Leben zu bestreiten, weil auch der Lebenserhalt immer teurer wird. Real dagegen wirft der Gewerkschaft vor, Verhandlungen blockiert zu haben. Die bisherigen Tarifverträge hätten Real deutlich höhere Lohnkosten als ihren Mitbewerbern aufgebürdet. Zudem seien immer mehr Konkurrenten aus Tarifbindungen ausgestiegen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Personalkosten von Real mittlerweile bis zu 30% höher sind als die der Wettbewerber. Diese schwierige Lage hat Real nicht geschaffen, muss jedoch in der Verantwortung für das Unternehmen und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter sowie der Wahrung der Interessen seiner Anteilseigner darauf reagieren. Trotz des Warnstreiks bleiben die Realmärkte heute geöffnet. Christine Loschütz will mit Hilfe ihrer Gewerkschaft weiter dafür kämpfen, dass ihr Arbeitgeber Real in die bisherige Tarifbindung zurückkehrt. Ist das nicht der Fall, plant Verdi weitere Streik- und Aktionstage. Wir schauen noch mal auf die rechtliche Situation. Bei uns ist Fachanwältin für Arbeitsrecht Julia Bender. Sie vertritt in einer Kanzlei hauptsächlich Arbeitnehmer und Betriebsräte. Frau Bender, wie kann denn das sein, dass einfach Real aus dem Tarifvertrag aussteigt und mit einer anderen Gewerkschaft einen abschließt, der ihnen besser passt? Das kann leider so sein. Das ist geltendes Recht. Das ist die Möglichkeit, die ein Arbeitgeber hat. Das haben wir grundrechtlich normiert in der Koalitionsfreiheit. Jedem Arbeitgeber wie auch jedem Arbeitnehmer steht es frei, einer Arbeitgeber-Arbeitnehmervereinigung beizutreten, ihr frei zu bleiben oder zu kündigen und einer neuen einzutreten. Der bestehende Vertrag muss aber mit den jetzigen Mitarbeitern erfüllt werden. Das heißt, für die ändert sich erstmal nichts. Ja, das ist korrekt. Also der aktuelle Tarifvertrag ist auf dem Stand Frühjahr 2018 eingefroren. Das heißt, an den Bedingungen ändert sich nichts. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Mitarbeiter bei zukünftigen Lohnerhöhungen bei Gehaltsrunden nicht dran beteiligt werden. Also sämtliche Dinge, die jetzt neu verhandelt werden, können die alten Arbeitnehmer tatsächlich nicht mehr in Anspruch nehmen. Es gibt ja Streit darum, ob diese neue Gewerkschaft DHV, mit der der neue Vertrag abgeschlossen wurde, ob die überhaupt vertretungsberechtigt ist. Ja, das ist tatsächlich eine große Frage, die gerade höchstrichterlich geklärt werden soll. Da geht es um die Frage der Tariffähigkeit. Tariffähigkeit heißt, kann die Gewerkschaft am Tarifleben teilnehmen? Ist sie organisiert genug? Also hat sie eine ausreichende Mitgliederanzahl, die sogenannte soziale Mächtigkeit? Oder hat sie im erforderlichen Umfang am Tarifleben teilgenommen, indem sie Tarifverträge abgeschlossen hat? Das ist bislang etwas strittig. Die Gewerkschaften gehen von einer geringeren Organisationszahl aus als von der DHV angegeben. Und also die anderen Gewerkschaften. Genau, die dagegen quasi geklagt haben. Und die Frage ist auch tatsächlich, ob sie die Tarifverträge, die sie abgeschlossen haben, in der Form hätten abschließen dürfen. Was ist denn jetzt mit Mitarbeitern, die neu ins Unternehmen kommen, zu schlechteren Konditionen? Wenn die dann feststellen, Mensch, meine Kollegin, mein Kollege neben mir verdient er deutlich mehr als ich. Wir haben es gehört, über 20% wird weniger gezahlt. Was können die machen? Leider nicht viel. Sie haben diesen Arbeitsvertrag in der Form unterzeichnet. Jedem Arbeitnehmer steht es frei, den Arbeitsvertrag mit den Konditionen
zu unterzeichnen oder nicht zu unterzeichnen. Sie können da auch leider nicht nachträglich irgendwie ein höheres Gehalt einklagen. Was hier tatsächlich nur übrig bleibt, ist zu sagen, dass auch sich die Arbeitnehmer gewerkschaftlich in einer stärkeren Gewerkschaft vielleicht organisieren und dann über den Druck, auch wie wir den gerade über die Streiks erfahren, dann an dem Geschehen aktiv teilzunehmen und darauf hinzuwirken, dass tatsächlich auch real mit der Verdi und anderen Gewerkschaften sich an den runden Tisch setzt und vielleicht auch bessere Konditionen für alle Arbeitnehmer aushandelt. Julia Bender zum Tarifstreit bei Real. Vielen Dank. Gerne.